Herzlich willkommen heute am 24.08.2020 zum neuen Coronavirus-Update. Wir haben neue Zahlen erhalten vom Lagus, vom Landesamt für Gesundheit und Soziales. Die Zahl in Mecklenburg-Vorpommern der Infizierten seit Beginn der Corona-Krise steigt heute auf 997. Das heißt, wir haben drei neue Fälle erhalten. Laut RKI haben derzeit ca. 60 Personen Covid-19. Wo sind die drei Fälle aufgetreten heute? Einmal im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Da gab es eine Neuinfektion. Damit steigt da die Gesamtzahl auf 166. Einmal Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Plus 1. Damit steigt da die Zahl auf 142. Ebenfalls auf 142 Infizierte. Seit Beginn der Corona-Krise steigt es mit plus 1 in der Hansestadt Rostock. Und nach wie vor muss man sagen, Rostock Hotspot-mäßig vielleicht. Ja, wir haben bis jetzt ja jeden Tag eine neue Zahl aus Rostock gehabt. Irgendwo scheint da was los zu sein. Folgt mir auf Instagram unter MarcoLorenz-YouTube. Ansonsten abonnieren, teilen. Und du wisst Bescheid. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich Marco Lorenz heißt. Bis morgen zu einem neuen Coronavirus-Update. Mal sehen, ob wir morgen weiterhin bei plus 3 bleiben oder mal wieder eine höhere Zahl erreichen oder es vielleicht langsam wieder ein wenig abschwappt. Tschüss, euer Marco Lorenz.